Heute ist mal wieder ein Interviewtag. Ich habe heute schon 3 Interviews gegeben. Und Interviews sind auch immer so ein bisschen Reflexion für mich, weil ich da oft auch so nach meinem Werdegang gefragt werde, wie ich dazu kam, Berufung zu leben und vor allen Dingen das Thema Berufung mit der Welt teilen zu wollen, warum mir das so wichtig ist. Und ja, das erinnert mich natürlich auch immer so ein bisschen an meine Anfänge. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele an genau diesem Punkt stehen. Nämlich dem Punkt, dass sie selbst etwas in sich tragen, mit der Welt teilen wollen, aber aus irgendeinem Grund sich zurückhalten, weil sie vielleicht glauben, das wird nicht gebraucht oder es ist anstrengend oder sie sind noch nicht fertig genug. Sie müssten noch irgendetwas, ein Zertifikat oder irgendetwas, eine Weiterbildung oder was auch immer machen. Sie müssten noch besser werden, weil sie sich vielleicht irgendwie schwer tun, sich zu zeigen und so weiter. Und ich möchte dich hiermit inspirieren. Geh für deinen verrücktesten, wildesten Traum. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Berufung zu beschäftigen, kam irgendwann diese Vision zu mir, dass jeder seine Berufung lebt. Und wie geil das doch wäre, in welcher geilen Welt wir leben. Und damals war das noch so total abstrus. Das war vor ungefähr 20 Jahren. Und die meisten konnten mit dem Begriff Berufung überhaupt nichts anfangen. Es hat sich einiges geändert und viele können immer noch nichts mit dem Begriff anfangen. Aber es gibt mittlerweile eine richtige Bewegung. Immer mehr Menschen wollen ihre Berufung leben, sind bereit, ihre Berufung zu manifestieren, das Leben zu kreieren, was sie wirklich wollen, wo sie wirklich spüren, ja, das ist meins. Und es geht um Erfüllung, es geht um Freude, es geht um, ja, um diese Ausdehnung des eigenen Selbst. Und wie gesagt, ich möchte dich inspirieren, dafür zu gehen. Als ich damit angefangen habe, war das alles noch Utopie. Und heute sind so viele Menschen, beschäftigen sich mit dem Thema Berufung. Es gibt so viele Berufungscoaches oder Manifestationscoaches, die im Grunde genau das weitergeben, ja, was der Kern von all dem ist. Und immer mehr Menschen lassen sich davon anstecken, was auch zur Folge hat, dass immer mehr geile Projekte geboren werden, geile Businesses entstehen. Aber das hörst du nicht in den Mainstream-Medien. Das hörst du nirgends öffentlich. Es wird immer nur alles schlecht geredet und alles ist so dramatisch und so furchtbar und was auch immer. Aber weißt du was? Lass dir von jemand erzählen, der täglich mit Menschen zu tun hat, die für ihre größten, wahnsinnigsten, abgefahrensten Ideen gehen. Wir sind so viel mehr. So viel mehr Menschen beschäftigen sich mit der eigenen Berufung, gründen gerade wundervolle Business oder haben schon ganz tolle Projekte ins Leben gerufen. Und wir müssen uns nur mal umschauen. Und ich weiß, viele denken, ja, okay, aber wie soll das denn funktionieren? Ich stehe eben da, ich habe vielleicht ein eigenes Business oder ich habe noch keins und ich weiß nicht so richtig, ich würde gerne meine Berufung leben. Dann such dir Unterstützung. Komm zum Beispiel in Celebrate Your Passion. Da wirst du nicht nur begleitet während des gesamten Prozesses und du lernst nicht nur immer mehr zu erkennen, was deine Berufung ist, sondern du wirst immer mehr, trainierst du dich darauf, die auch zu manifestieren, sie mit Leben zu füllen. Und du bist nicht allein. Du lernst andere Menschen kennen, die ähnlich ticken wie du. Und genau da ist die große, ja, diese große Möglichkeit, je mehr Menschen zusammenkommen und ihre Berufung leben, für das gehen, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Stell dir nur mal diese Energie vor und potenziere das Ganze. Und genau da stehen wir. Ja? Es ist noch viel zu wenig, Menschen kommen zusammen. Und deswegen lade ich dich gerne ein, komm und celebrate your passion. Komm und geh für deine Berufung. Komm und manifestiere deine wildesten, großartigsten Träume. Denn dafür bist du in dieses Leben gekommen. Und stell dir mal vor, immer mehr Menschen machen das. Und dann werden wir auch irgendwann im Mainstream hören und lesen und sehen, ja, da gibt es diese neuen Projekte, diese wundervollen neuen Projekte, die der Menschheit dienen. Und nicht nur von Krieg, Zerstörung und Drama, Inflation und all das, was wir alles hören. Vergiss es. Du bist hierher gekommen, gerade wenn du die Sehnsucht hast, diese Welt irgendwie großartiger, wundervoller, schöner zu machen. Wenn du die Sehnsucht in dir trägst, etwas nach außen zu bringen. Wenn du einen Wunsch in dir trägst und eine Business-Idee, wo du vielleicht selbst noch zweifelst. Spür nur, willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Und dann geh dafür. Wie gesagt, hol dir gerne Unterstützung. Du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Nochmal, wir sind so viel mehr, als es uns im Moment vielleicht bewusst ist. Also, ich
freue mich auf dich und ich freue mich darauf, wenn ich auch dich auf deinem